Hinter mir sehen Sie die romanische Basilika Sainte Marie Madeleine von Vézelay. Diese Kirche hier in Burgund ist einer der meistenbesuchten Orte in Frankreich. Im August 2013 werden wir hierher pilgern im Rahmen einer europäischen franziskanischen Jugendwallfahrt. Näheres dazu finden Sie unter vézelay2003.com. Wir werden 5 Tage lang durch Sonnenblumenfelder, Weingärten und verträumte Örtchen des Burgund wandern und dann hier 3 Tage ein besinnliches, kreatives Programm haben. Zum Abschluss wird die französische Gruppe Yogan spielen. Ziel unseres Pilgerns ist diese Kirche. Sie ist ein Zeichen für den Himmel, den wir Menschen hier auf Erden suchen. Ich wünsche allen, die hierher pilgern oder die zu anderen Kirchen wandern, dass sie spüren, mein Weg durch das Leben ist nicht zuerst eine Flucht vor irgendjemand oder irgendetwas oder nicht ein Angehen gegen irgendjemand, sondern es ist ein Weg hin zum Himmel, zur Begegnung mit Gott. Ich denke dabei an ein Gebet, das in katholischen Gottesdiensten am Hochfest Christi Himmelfahrt gebetet wird. Allmächtiger, ewiger Gott, lenke unser ganzes Verlangen zum Himmel, wo Christus als erster der Menschen bei dir ist.